Kabinendesign ausschließlich am Monitor erstellen. Das war mal. Heute testen Dieter Kasch und sein Team die Funktionalität ihrer Entwürfe in einer virtuellen Kabine. Ausgerüstet mit Sensoren und Virtual Reality Brille überprüfen sie, ob Passagierkomfort und Raumnutzung schon optimal zusammenspielen und wo es möglicherweise noch eng werden könnte. Denn wer will schon vom Servicewagen der Flugbegleiter gerammt werden? Verbesserung wäre, das Center-Monument einfach ein bisschen nach oben zu schieben. Vielleicht sieht es denn etwas besser aus. Gesagt, geklickt, getan. Die Technik ist auch die gleiche Technik, die in der Filmindustrie verwendet wird. Das heißt, also wir sind hier sehr genaue Möglichkeiten haben wir hier. Das arbeitet auf Millimeter genau, so dass wir wirklich da vernünftige Aussagen treffen können. Freie Fahrt für Tomatensaft und Co. Ob Economy oder Business Class, die Kunden, also die Airlines, können hier durch einen dreidimensionalen Katalog schweben und auswählen, wie ihre Passagiere künftig fliegen sollen. Holzklasse oder Luxus-Lounge? Alles eine Frage des Preises. Aus virtuellen Entwürfen werden dann Testkabinen, wie hier bei Airbus in Toulouse. Ingo Wugetzer weiß, was der moderne Passagier von der Kabine der Zukunft erwartet. Eigentlich nichts anderes als am Boden. Pausenlos Kommunikation, Entertainment oder auch einen Arbeitsplatz. 90% bringen einen Laptop, ein Smartphone und ein iPad mit. Ja, und die wollen sie natürlich nutzen und das heißt, man muss die connecten können. Also ich bringe meine Daten mit und verbinde die mit dem Flugzeugscreen, weil der vielleicht größer und brillanter ist. Ja, das heißt, genauso wie zu Hause, wie am Boden, wie in der Arbeit, möchte ich das auch am Flugzeug machen. Das ist einer der ganz großen Trends, die wir sehen. Trends, an denen kein Zulieferer vorbeikommt. Bequeme Sitze allein reichen nicht mehr. Die richtigen Anschlüsse sind ebenso gefragt wie Stauraum für alles, was der moderne Reisende so bei sich hat. Nicht zu vergessen, flexibler Halt für Tablet und Co. Wenn dann alles fixiert und vernetzt ist, kann sich der Fluggast entspannen und neue Energie tanken. Apropos, Akkunotstände soll es in der Kabine der Zukunft nicht mehr geben. Sonnenblenden mit integrierten Solarzellen liefern Saft. Viele Airlines planen zudem so viel Bordunterhaltung in der Rückenlehne, dass der Passagier seine Elektronik eigentlich auch im Handgepäck lassen kann. Immer mehr Filme, TV-Formate und Spiele werden an Bord abrufbar sein. Sei es per Handset oder Touchscreen. Via Onboard-Internet wird Wichtiges zur Erde getwittert oder mit dem Sitznachbarn gechattet. Auch das Shoppen wird komfortabler. Die platzraubenden Produkte warten künftig am Gate. In der Luft wird nur bezahlt. Und in etwas fernerer Zukunft heißt es sogar Bye-bye Touchscreen. Dank Gestensteuerung. Also was wir hier sehen ist, dass er hat gerade das System aufgeweckt mit einer Handbewegung und wechselt jetzt einmal im Menü unter diesen verschiedenen Menüpunkten mit einer ganz einfachen Handbewegung. Auch das passt sich immer mehr an unsere natürlichen Bewegungsabläufe an. Auch wenn diese Bewegung noch sehr künstlich aussieht hier, wird es in Zukunft auch mit kleineren Bewegungen gehen. Sinnlich soll es künftig auf der Bordtoilette zugehen. Vom funktionalen Abort zur durchgestylten Wellness-Oase. Sehen Sie hier, ist eine Duftfunktion. Sie riecht einfach viel besser. Das Zweite, Sie hören Musik. Auch die trägt dazu bei, dass Sie es viel hygienischer wahrnehmen. Drittens ist alles berührungslos. Wenn Sie ans Wasser starten, brauchen Sie nicht berühren. Genauso mit der Klappe für den Abfall. Der Abfall wiederum könnte im Trash-Compactor landen. Die Mini-Müllpresse an Bord schafft Platz, wo jeder Zentimeter zählt. Und es gibt sogar ein ausgeschlafenes Lichtkonzept gegen den lästigen Jetlag. LEDs sollen durch bestimmte Farben den Biorhythmus des Passagiers auf die Ortszeit am Flugziel takten. Mit der richtigen Beleuchtung können Sie den Körper beeinflussen, indem Sie weißes Licht nehmen und rotes Licht für den Sonnenuntergang und dadurch die innere Uhr über die Melatonin-Hormonausschüttung entsprechend 3 bis 4 Stunden vor- oder zurückstellen.
Mindestens genauso wichtig für entspanntes Ankommen? Sitz und Nachbar müssen den Schlaf auch zulassen. Diese klappbare Kopfstütze hält Quasselstrippen auf Distanz und das müde Haupt gerade. Ohne Stütze knickt der Kopf ständig ab. Simple Seitentaschen halten ihn aufrecht und beugen so einem steifen Nacken vor. Das Duell um die Armlehne, noch so ein Klassiker im modernen Luftkampf. Kleine Innovationen wirken künftig deeskalierend. Doch selbst dann wird vermutlich um jeden Zentimeter gefeilscht, auch im Flieger von morgen. Der von übermorgen lässt all das Gezänk hinter sich. Geht es nach den Visionen von Airbus, wird es für Passagiere immer mehr zugehen wie auf einem Raumschiff à la Enterprise. Gerne mit einer geräumigen Spacebar. Rumlümmeln über den Wolken in gemütlicher Lounge-Atmosphäre, inklusive Rundumblick. Wer will da eigentlich noch ankommen?